Nadeshda heißt eigentlich Hoffnung. Aber von Hoffnung ist hier in der Roma-Siedlung Nadeshda in Sliven wenig zu spüren. Die Menschen sind arm. 25.000 Roma leben im Ghetto. Es ist eines der größten Bulgariens. Hier herrscht das Gesetz der Straße. Nikola Demirev lässt seine 12-jährige Tochter Mariana niemals alleine aus dem Haus. Es ist zu gefährlich. Mädchen leben in ständiger Gefahr, entführt zu werden. Die Kinderehe ist Normalität. Nach unserer Tradition heiraten die Mädchen, wenn sie 12 bis 13 Jahre alt sind. Und dann kriegen sie Kinder. Ich will aber nicht so leben. Mariana lebt allein mit ihrem Vater, seit die Mutter ihren blinden Mann verlassen hat. Er hat ständig Angst, seine Tochter nicht beschützen zu können. Ich habe einen Traum, raus aus diesem Ghetto. Im Nadeshda-Viertel gibt es keine Zukunft. Die Musik. Ihr Cello soll Mariana aus dem Elend führen. Dafür übt sie jeden Tag stundenlang. Dreimal in der Woche kann sie mit ihrem Instrument das Ghetto verlassen, in eine andere Welt. Die Welt von Georgi Kalajdzew. Der berühmte bulgarische Geiger stand schon auf den größten Bühnen Europas. Heute lebt er in Deutschland, aber er ist in Nadeshda aufgewachsen. Ich war genau wie diese Kinder hier, mit schmutzigen Schuhen und schmutzigen Beinen. In diesem Haus bekam ich vom Vater meine erste Geige und hier habe ich auch angefangen, sie zu spielen. Kalajdzew weiß, was Armut bedeutet und dass es für die meisten Roma-Kinder, vor allem die Mädchen hier, unmöglich ist, ihr zu entkommen. Als er vor 10 Jahren die Chance bekam, etwas dagegen zu unternehmen, nahm er sie wahr. Der Vater meiner Partnerin Maria Hauschild war gestorben. Und da fanden wir einen Briefumschlag mit Geld. Nicht sehr viel, aber auch nicht wenig. Darauf stand für arme Kinder. So haben wir uns entschlossen, mit diesem Geld im Roma-Viertel in Sliven etwas zu tun. Maria sagte zu mir, du bist doch Musiker. Hilf den Kindern mit der Geige. Aber wo? In der Garage seiner Schwester. Hier zog die Musikschule ein. 300 Roma-Kinder haben seither mit Hilfe von Spenden die Chance erhalten, ein Instrument zu erlernen. Für Mariana war das ein weiter Weg. Die anderen Kinder haben mich gehänselt, als ich zum Musikunterricht gegangen bin. Aber als sie mich im Konzert spielen hörten, haben sie sich bei mir entschuldigt. Jetzt sind sie sogar stolz auf mich. Mein Traum ist, Musikerin zu werden, Cello zu spielen und zu unterrichten. Bedingung für das Stipendium, Mariana muss fleißig zur Schule gehen und gut Bulgarisch sprechen. Nur so habe sie eine echte Chance auf eine musikalische Karriere, sagt ihre Schulleiterin. Sie müssen mindestens einen Notendurchschnitt von 3,0 haben, sonst können sie sich auch musikalisch nicht weiterentwickeln. Aber das tun sie. Georgi Kalajdzew präsentiert seine Stipendiaten aus dem Ghetto auf der wichtigsten Bühne des Landes, im Konzertsaal Bulgarien in Sofia. Mariana und ihre Mitschüler gemeinsam mit den Virtuosen des Nationalen Sinfonieorchesters. Ihr Vater konnte sich die Reise nach Sofia nicht leisten. Doch er weiß, was für ein Sprungbrett das Konzert für Mariana ist. Im Musikunterricht lernen unsere Kinder nicht nur Musik. Sie bekommen eine ganze Kultur mit, die ihnen hilft, mit der Roma-Mentalität, mit der Roma-Tradition zu brechen. Um irgendwann die Straßen von Nadeshda hinter sich zu lassen. Auf diesem Weg will Nikola Demirev seine Tochter begleiten, so gut er kann.